So, und weiter geht's mit Mission 3 Raubtier. Vorhin, als ich auf Fertig gedrückt habe nach der Mission, ist das Spiel abgeschmiert. Von daher sehen wir uns gleich hier wieder. Aber gut, Raubtier, ich habe schon reingeschaut. Ja, gegen den Wolf. Könnt ihr euch noch erinnern, dass ich gesagt habe, wir wollen mal wieder Araber spielen? Ich würde sagen, das hat noch ein bisschen Zeit, weil gerade gegen den Wolf nur mit Bogenschützen. Es fühlt sich irgendwie so an wie eine schlechte Idee und so. Von daher geht es schon so. Es geht schon so mit ganz normalen Truppen. Einfach so wie immer. Platziert euer Vorratslager, Hier mein werde ich auf Lord. jeden Fall. Der kommt nur von hier, oder? Ja gut, der kann von hier oben natürlich auf uns ballern. Okay, kann er. Aber ansonsten können wir uns hier wieder voll austoben. Aber ich glaube, Stein kriegen wir nur hier oben. Aber dafür kriegen wir hier Eisen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das Vorratslager. Machen wir es hierher. So sogar. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Kornspeicher so in etwa. Und dann geht's los, der ganze Spaß. Taram, tam, Das tam, tam. kann da nicht platziert So. werden, mein Lord. Lass wir das haben. Dann ein paar Häuseres, bevor wir die wieder vergessen. Eins, zwei. Eine Burg werde ich schon noch bauen, keine Sorge. Irgendwann. Ich habe jetzt, besser gesagt, wir haben ja vor kurzem schon mal eine Burg gebaut. Bereit und Aber warten. ich habe mir es jetzt nochmal genauer angeschaut, wie Fway es zum Beispiel gemacht hat. Ziehen Und auf. es sieht nicht schlecht aus. Also man kann da echt was Gutes auf die Beine stellen. Aber wenn sich, wenn das Spiel danach schreit, dass ich abgrenze, grenze ich ab. Wer sind wir denn? Oh nein. Nein, nicht niesen, nicht niesen, nicht niesen. Sehr schön. Hatschuhe! Nee, Quatsch. Das wäre es echt so. So, als ob wir es nicht machen, dann voll mal rein niesen. So richtig, dass das Mikro richtig böse übersteuert. Einfach die Kopfhörer explodieren. Die Lautsprecher bei den Leuten, die Lautsprecher haben, einfach explodieren. Bumm. Ich glaube, wir machen mal ein paar Getreidefarmen. Ich warte immer noch darauf, dass es Stehtreide gibt. So. Dann mal als Treppenzugang quasi die Unterkünfte hier. Die kommen wieder weiter hin. Wegen einem Stein. Man kann sich ja auch in die Hose machen. So. Dass ein bisschen Platz davor ist. Wir wissen ja, dass die nicht viel aushalten. Hey, geil. Wird sogar so gleich übergehend gemacht. Ich glaube, das ist zu, oder? Die Steinvorräte sind knapp, mein Lord. Ja, schmeißt mich gleich nach oben, alles klar. Die Waffen kann man mal jetzt mal so irgendwo hin. Dahin. Hier ist noch Platz zwischendrin. Machen wir so die Bäcker hier hin, da dann die Waffenproduktion. Ihr wisst Bescheid, immer schön im Voraus planen. So, ihr geht mal hoch. Unsere Sehnen sind gewachsen. Und wie schaut's bei dir aus, Wolfi? Du wirst doch bestimmt. Ich sehe schon, jetzt habe ich irgendeinen Schleichpfad übersehen. Der kommt jetzt einfach mal vorbei. Und streichelt mich mal ganz kurz mit seinem Schwert. Okay. Hey, wir haben jetzt ganz gut Holz. Goll. So, haut hin. Dann mal weiter. Stimmt, Die da habe ich jetzt Menschen immer noch nichts hegen gemacht. Gefühle für Klasse, euch, meine Herren. gute Idee. Bereit Ihr und kommt auch mal warten. hoch. Ihr könnt Speere werfen. Das ist toll. Das macht mich so glücklich. Ich bin so stolz auf euch. Wenn es hier nicht dieses Limit gäbe, würde ich ja hier irgendwo abgrenzen oder so. Na gut, ganz ehrlich, wenn es das Limit nicht gäbe, würde ich, glaube ich, hier abgrenzen. Hier ein Turm, da ein Turm. Und Wolfi. La Paloma. Boah, denn der seine Häuser hin. Auch krass. Junge. Wie macht er das Sire, nur? ein feindlicher Außenposten hat einen Angriff gegen uns gestartet. Wahrscheinlich die Löwen, oder? Welcher? Der. So, ficket euch. Stimmt, die halten ja Wolfi auf dem Weg auch auf. Gibt's auch irgendwo einen Außenposten, der Wolfi angreift? Na gut, der könnte, glaube ich, genauso gut auf Wolfi gehen. Der Weg ist etwa genauso lang.
Ach, die müssen auch erstmal den Löwen vorbei. Nala. Stimmt, wir haben eigentlich echt mal eine ganze Weile unsere Ruhe. Die müssen erstmal an den Banditen vorbei, dann noch an den Löwen und dann nochmal an Löwen. Solange ich die hier lasse, werden die eigentlich immer schön auf Wolfis Truppen gehen. Das heißt, wir können uns am Anfang erstmal richtig schön hier einbunkern. Ich hocke in meinem Bunker. So. Wie will ich denn das mit Bäckereien machen? Och komm, dann machen wir es wieder so. So, dann drei. Ja, ich mache das so in Riegen. Immer so Dreier. 3 mal 2. Hallöchen, wir haben eigentlich einiges an Zeug. Punkt. Fertig. Na komm, wenn wir es gerade noch machen können, machen wir die Landsknechte noch. Wer weiß, ob wir die mal brauchen. Dann hätte ich gerne demnächst auf jeden Fall... Eigentlich können wir schon mal mit dem Waffenmachen anfangen. Armbrüste. Rüstung. Dass wir das schon mal haben. Ja, kommt rein. Boah, das Spiel läuft gerade so schön flüssig. Beim One vs. One ist das so angenehm. One vs. Wolf. One vs. W. One vs. W, Entschuldigung. Damals als Kind wusste ich ja nicht bei George W. Bush, dass ja das W einfach nur W steht. Ich dachte mir immer, was ist ein W für ein blöder Name? Wie ich irgendwann mitgekriegt habe, dass W... Das ist sowieso hart. W, das ist auch einer der Gründe, wieso ich mir manchmal bei Englisch einen Kopf fassen muss, bei der Sprache an sich. Einen einzigen Buchstaben. Ein Buchstaben, den man eigentlich kurz aussprechen will. W. Alter. Ja, natürlich, nennt es doch gleich Planquadrat, Durchschnitts... Quotient. Ich glaube, das hat jetzt gerade überhaupt keinen Sinn ergeben, aber ist mir egal. Ja. Bäcker. Dort arbeitet bestimmt der Boris. Ach komm schon, ihr habt's vermisst. Ihr habt's vermisst, dass mein flacher Witz reingeworfen wird. Das ist viel zu lange her mittlerweile. Ja. Wie wurde schon mal gesagt? Wenn ein Lager auf dem Feld steht, müsste man auf jeden Fall drin jemand einstellen, der Karl heißt. Oh Mann. Okay. Mehr Bäckers bitte. Und das läuft schon, okay. Erstes Eisen kommt ja so oder so rein. Wir haben endlich mal Eisen. Dafür aber kein Stein, aber damit kann ich erstmal noch leben. Allein bis Wolfi das erste Mal angreift, habe ich echt viel Ruhe. Stimmt, der setzt ja auch Sassaniten ein. Die könnten wir auch echt mal... Warum habe ich die eigentlich niemals so großartig eingesetzt? Ja gut, der gleiche Grund, warum ich in Stronghold 1 so selten Ritter einsetze. Und Crusader 1. Einfach nur, weil die halt nicht zum Lord hoch können. Das ist genau dieser eine Punkt, der unsere bei mir ausschlagkräftig ist. Gehen zur Neige, mein Herr. Ist ja gut. Mecker. Wir könnten langsam auch echt mal anfangen, sowas wie Kirche und so. Die Truppen des Wolfs greifen an. Na, bis die da sind. Wollte der Außenposten uns nicht angreifen? Bis jetzt habe ich noch nichts davon gespürt. Die sind alle noch hier versammelt. Das ist okay. Bis die Truppen des Wolfs kommen, ja, die sind jetzt erst auf dem Weg. Bis die da sind, habe ich hier irgendwie schon, keine Ahnung. Habe ich schon den ersten vollautomatischen Gewehre erforscht. Mehr Mühlen, bitte. Jawohl. Die zweite, dann gibt es noch mehr Bäcker. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, ich sollte jetzt mal langsam auch auf die Kirche. Hallöchen, wir haben jetzt gerade auch echt gut Gold. Dann machen wir das mal eben schnell mit der Kirche. Ihr Kinderlein, kommet. Die Kirche steht. So. Zack, zack, zack. Wir brauchen Holz, Sir. Oh nein. Ja, dann bringt mir halt Holz rein. So, 4 für den Anfang. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Mal eins zurück. Nahrung, so langsam dürft's anlaufen.
Wo sind sie denn, die Truppen des Wolfs? Also die Mission kommt mir jetzt auch nicht so ultra schwer vor, weil bis der erste Angriff kommt, gut, sobald er da ist, also es sind zwar nur ein paar Armbrustschützen und ein paar Schwertkämpfer, aber die würden uns schon ziemlich nerven bei dem bisschen, was wir haben. Obwohl, ne, jetzt haben wir auch die ersten Armbrustschützen. Jetzt passt's. Wir brauchen jetzt aber auf jeden Fall bald Türme. Sehr bald. Am besten so noch... Ich sehe es kommen. Das wird wie bei dieser einen Blackstaff-Kampagnen-Mission so sein, dass die hier stehen bleiben und darunter schießen auf unsere Leute. Boah, ey. Das wäre richtig gemein. Wenn ich hier einen Turm hinstelle, wäre das doch fast auf gleicher Höhe wie die Leute hier. Eigentlich könnten die hier doch auch schon ganz gut wegschießen. Die sollten ein bisschen sogar außer Reichweite von den Leuten hier sein. Das heißt... Ja... Das heißt ja. Müsste ich mal austesten bei Zeiten. Aber noch werde ich, glaube ich, Ruhe haben, weil ich glaube, die Banditen werden sich drum kümmern. Und noch mehr. Wolfi, denk doch mal an meine Gefühle. Oder so. An meine Gefühlsdingens. Dieses Gebäude funktioniert derzeit, mein Lord. Nee, oder? Schießt da irgendjemand auf meine Kirche? Die war teuer. Ja gut, ist eigentlich egal. Der Priester muss ja nicht da... Ich hab's doch gewusst, ihr miesen Sackgesichter. Ich darf mich nicht so weit hinten reinbauen. Das Problem ist, dass dieser Priester immer wieder der Kasten groß... Ein Kasten groß, bitte. Ist das hier Stein? Ich glaube nicht, oder? Nee, hätte mich auch gewundert. Wird ja auch auf der Karte angezeigt. Aber da achte ich nie drauf. Ja, das hier ist Stein. Klar. Ah, das ist schon gemein mit den... Dass die reinbauen. Ich darf mich nicht so weit nach hinten ausbauen. Das Problem ist jetzt wirklich, dass dieser Priester dann immer wieder neu ausgebildet wird. Aber gut, bei einem kann ich noch sagen, ja, okay. Okay. Boah, wenn ich der Wolf wäre, ich würde hier einen Turm hinbauen. Vielleicht nur ich Tribocke kann man hier. Hier kann man so geil Tribocke hinbauen. Einfach mal reinballern fröhlich. Boah, ist das gemein. Hier, wie ich es mir dachte. Die hauen sich erstmal gegenseitig auf den Kopf. Macht ruhig. Aber ich stehe nur hier oben und schwing mein Glied. Moment mal, was? ja. Mach du nur. Wir halten aber gut gegen. Sehr schön. Na, jetzt dachte ich mir schon, dass Wolfi das nicht ganz kaputt kriegt. Also, die dienen mir echt erstmal gerade als Wall, als Absicherung. Wie schaut es denn hier aus überhaupt? Ja, da können wir auf jeden Fall noch erhöhen. Können wir jetzt sowieso demnächst noch ein bisschen mehr machen. Ich glaube, ich mache es jetzt so mit einmal Ding und dann mache ich nochmal vier. Vielleicht hier noch ein paar hin, später. Aber es ist optional dann. Kriegen wir hier noch eine Mauer? Davor? Nee, davor geht nicht mehr. Dann müssen wir echt dahinter bauen, wenn wir es dicker haben wollen. Einmal dicker brauchen wir es mindestens noch. Sonst kommt es dicke. Ja, sonst kriegen wir auch gar nicht die Leute auf die Türme. Na gut, wir könnten es schon machen, indem wir... Ja, es würde im Prinzip gehen. Einfach noch eine Treppe dahinter. Ich weiß nicht. Bin mir gerade unsicher. Ist alles so kompliziert. Ich verstehe das einfach nicht. Nur wie der Sultan bitte. Die Truppen des Wolfs greifen an. Schon wieder. Wolfi. Seid doch nicht so. Ich fasse auch nie wieder deine Frau an. Vielleicht ab nächstes Jahr. Also. Irgendwas rüberschießen lassen? Nee, das ist keine gute Idee. Das wird ja sofort angeschossen. Die KI, ey, mit ihren Bogenschützen immer. Unglaublich. Wir brauchen hier auf jeden Fall einen großen... Ich frage mich immer noch, ob das funktioniert. Das dürfte doch etwa die gleiche Höhe sein. Da haben wir zwar keinen Vorteil, aber eigentlich dürften wir genauso schießen wie die Gegner.
Und dann vielleicht noch ein paar Oberfeldwebe draufgestellt und ein paar Heiler und schon kriegen wir hier ein bisschen was hin. Und die durften nicht gegen die schießen können. Die durften sich jetzt nicht gegenseitig auf den Füßen stehen. Was bedeutet, wenn die Truppen vom Wolf zu nah hier lang gehen, werden sie von denen beschossen. Wenn sie zu nah da lang gehen, von uns. Schöner Reißverschluss. Übrigens wisst ihr, wenn wir gerade schon bei Verschlüssen sind, dass der Klettverschluss, der klassische, wie man ihn kennt, tatsächlich dadurch entstanden ist, dass der Erfinder von diesem Klettverschluss irgendwie sich immer gewundert hat, weil diese blöden Kletten, die es gibt ja auch im Wald, wenn man durch den Wald geht, gibt es ja auch diese komischen Kletten, die an einem hängen. Und irgendwann hat er sich mal gewundert, wie machen die das eigentlich? Und irgendwann kam er dann auf die Idee, sowas nachzubauen in der Art. Anhand des Klettverschlusses. Coole Sache, was. Jetzt fühlt euch bereichert. Geht in die Welt hinaus. Verbreitet das utwindianische Wissen. Ich habe Wissen von Utwin erhalten. Nun bin ich gesegnet. Ihr seid nicht würdig, ihr Würmer. Oh Mann, ey, nur auf diese Weise mit Leuten sprechen. Du niederer Wurm. Irgendwie so eine Streiterei in der Disco oder so, wenn die irgendwie anmacht. Du wagst es, du niederer Wurm. Aus meinem Weg, so schere er sich fort. Schweig still und gehe beiseite. Kühle er ein wenig sein Gemüt, bevor er mit mir spreche. Oh Mann. Ja. Genau. Genau so macht man das. Genau so. Ich glaube, da wird ein Plus verprügelt. Unnötig. Das kann ist ja auch nicht notwendig. Platziert werden, my Lord. Nur weil ihr Scheiße gebaut habt, muss dann irgendjemand dazwischen springen, der dann selbst verprügelt wird. Vielen Dank, Zivilcourage. Ich nenne das auch andere dafür leiden lassen. Na gut, obwohl, ja gut, wenn man selbst schuld ist, dass man verprügelt wird. Aber wenn man einfach mal Opfer des Alltags wird, dann ist Zivilcourage natürlich eine absolut tolle Sache. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr werdet von irgendwelchen angepöbelt und andere Leute schon einfach zu dabei. Das ist schon kacke. Ich habe das ja mitgekriegt mit diesem Fall, mit dieser einen Studentin, die da niedergeschlagen wurde ins Koma und dann die Geräte abgestellt wurden. Ist schon kaputt. Ist schon echt krass. Da frage ich mich auch manchmal, was sind das bitte für Leute, die da auf Leute einprügeln? Und vor allem, wenn sich noch andere dazwischen stellen, auf diese Leute einzuprügeln. Warum? Das sind doch einfach von Grund auf aggressive Leute. Aber immer schon bei so aktuellen Themen sind, ich habe das ja auch mitgekriegt mit der einen Frau, die ihre Babys ins Kühlfach getan hat. Und das jetzt erst nach 25 Jahren rausgekommen ist. Und nein, sie wurde freigesprochen. Denn was sie getan hat, war Totschlag und kein Mord. Und Totschlag verjährt nach 20 Jahren. Wo ich mir echt denke, Alter, wie viel Geld ist denn darüber gewachsen, dass die das als Totschlag anerkennen? Grundsätzlich, gut, da stammmarken mögen sich Juristen wieder streiten. Das ist das Problem beim deutschen Rechtssystem. Das ist auch übrigens der Grund, warum Anwälte so gut bezahlt werden können. Warum Anwälte gut oder schlecht sein können, weil das Gesetz gerade genau so ist, wie man es eben drehen kann. Da ist irgendwie nichts richtig fest. Es ist immer so eine La-La-Sache. Ja, man kann es so sehen, aber auch so, aber man kann es auch so drehen. Das nervt halt irgendwie. Es ist dann auch wieder, es gibt ewig viele Faktoren. Aber grundsätzlich sagt man ja, bei Unterschied zwischen Mord und Totschlag, Mord ist geplant und Totschlag ist fahrlässig, jetzt habe ich's. Fahrlässig, also dass man nicht plant, jemanden zu töten, dass es nebenbei passiert. Zum Beispiel, ja, derjenige, der die Studentin da zusammengeschlagen hat. Das ist Totschlag, weil er nicht geplant hat, sie gleich tot zu schlagen. Na los doch! Sondern, Bewegung! Ja, weil es nebenbei passiert ist. Als blöder Nebeneffekt. Mord ist, wenn es geplant ist. Aber ganz ehrlich, wenn ich meine Kinder, die Babys, ins Kühlfach stopfe. Ja, das ist absolut fahrlässig. Der Meinung bin ich auch irgendwie. Manchmal ist es einfach. Das Beste ist eigentlich gar nicht
irgendwie will man sich ja informieren und man möchte wissen, aber immer wenn ich mir so Nachrichten anhöre, denke ich mir immer wieder, es ist doch, die Welt ist so kaputt manchmal. Warum ist die Welt oftmals so kaputt? Das darf doch nicht sein. Wenn es wirklich einen Gott gibt, dann frag ich mich echt, wie oft er sich die Facepalm gibt. Oh Gott, was für Volltrottel.